神羅転生。Wenn man mich bitte. Oh, da kann man noch mal das Kapitel 2 anfangen oder vielleicht sogar beenden. Keine Ahnung. Mal gucken. 12, okay. Okay. Die wiederfeinden Brüder. Gucken. Warum das Laden noch so lange dauert? Orochimarus perfider Plan, Konoha zu zerstören, hatte verheerende Schäden verursacht. Um sich von diesem derben Schlag erholen zu können, brauchte das Dorf dringend einen neuen Anführer. Die Wahl fiel auf den weisen Kröten-Eremiten Jiraiya, der genau wie Orochimaru einer der legendären Sannin war. Jiraiya sollte der nächste Hokage werden. Aber er ging auf Reisen, um einen anderen geeigneten Kandidaten zu finden. Naruto würde ihn auf dieser Reise begleiten. Zu dieser Zeit begab es sich, dass außerdem ein unerwarteter Besucher ins Dorf kam. Itachi Uchiha, abtrünniger Konoha-Ninja und Mitglied der Organisation, die als Akatsuki bekannt war. Itachi war Sasukes älterer Bruder und sein Erzfeind. 5 Jahre zuvor hatte Itachi in nur einer Nacht alle Mitglieder des angesehenen Uchiha-Clans im Dorf getötet. Alle bis auf Sasuke. Als Sasuke von Itachis Besuch erfuhr, brach er sofort auf und holte seinen Bruder ein, als der versuchte, Naruto gefangen zu nehmen. Lange nicht gesehen, Sasuke. Itachi Uchiha, dir kann ich niemals verzeihen! Lustigerweise... Itachi hat sich eigentlich nur um die schwächeren Mitglieder des Uchiha-Clans gekümmert, weil er hat den Tuika. Naja. Auf jeden Fall. Er hat das nicht allein vollbracht, sag ich mal. Ohne viel zu spoilern, weil vielleicht guckt es ja der ein oder andere, der nichts mit einer Route am Hut hat. Als ein Ärgernis. So. Ich hab mein ganzes Leben darauf gewartet, dich zu besiegen! Jetzt hast du es ja irgendwie geschafft. Aber auch nur irgendwie. Weil im Endeffekt hast du es trotzdem nicht. Ach ja. Itachi. Uchiha. Bist du bereit für den Tod? Du bist nicht stark genug. Sasuke kämpfte tapfer, aber sein Bruder war sehr viel stärker. Und Sasuke fiel Itachis Genjutsu Tsukuyomi zum Opfer. Dein Hass ist nicht stark genug. Mit diesen Worten verschwand Itachi. Zuvor besiegte er aber auch Jiraiya, der versucht hatte, Naruto und Sasuke zu beschützen.
Okay, was da erzählt worden ist, ist Blödsinn. Itachi hat Jiraiya nicht besiegt, sondern Kisame wollte mit Itachi auf Jiraiya losgehen, beziehungsweise Kisame hat zu Itachi gesagt, komm, wir sind zu zweit, wir können den fertig machen, aber selbst Itachi hat gesagt, den können wir nicht besiegen, er ist viel zu stark und ist dann, hat, naja, nicht den Schwanz eingezogen, aber einen taktischen Rückzug gemacht. Dass er Jiraiya besiegt hat, ist Schwachsinn. Also das ist eine dreiste Lüge. Was zum Geier? Okay, direkt so. Ja, Itachi war sein 5 Jahre älterer Bruder, welcher besonders talentiert war und auf einmal hat er alle umgebracht. Warum nur? Nein, warum hat er nur seinen Clan umgebracht? Brüder. Naruto hat nach dem Ereignis mit Jiraiya, dann wollte er trainieren und Jiraiya meinte, wenn er das Rasengan meistert, welches der 4. Hokage entwickelt hat, alias Narutos Vater, wird er ihn trainieren. Und daraufhin machte sich Naruto aufs Werk. Dran, drauf und dran, das Rasengan zu meistern. Und schließlich fanden sie Tsunade, welche unbedingt, wo sie als Hokage haben wollten. Aber Tsunade forderte Naruto zum Kampf heraus, also im Anführungszeichen Kampf, sondern hat ihn vor eine Herausforderung gestellt, sobald er es schaffen würde, das Rasengan innerhalb von 3 Wochen. Genau, eine Wette. Mir ist gerade das Wort Wette nicht eingefallen. Sie forderte ihn zu einer Wette auf, wenn Naruto es schaffen würde, das Rasengan innerhalb von 1 Woche zu erlernen, dann würde sie den Posten des Hokage annehmen. Ja. Ich liebe kurze, sinnvolle Zu. Sie viel und setzten dabei ihre Suche nach einem würdigen Nachfolger kurze fort. Jiraiya hatte Tsunade als mögliche Nachfolgerin im Blick. Eine Sanitäter-Ninja, die ebenfalls zu den legendären Sanin gehörte. Zu dieser Zeit traten Orochimaru und sein Gefolgsmann Kabuto Yakushi an Tsunade heran. Sie wollten Tsunade um Hilfe bitten, die sie für die Heilung von Orochimarus versiegelten Armen brauchten. Sie versuchten, sie mit dem Versprechen zu ködern, ihre Liebsten wiederzubeleben. Als alles Fürbitten und jeder Überredungsversuch scheiterte, verletzte Kabuto Tsunade. In diesem Moment griffen Naruto und Jiraiya ein. Naruto stellte sich Kabuto mit Rasengan, einem neuen Ninjutsu, das ihm Jiraiya während seiner Ausbildung beigebracht hatte. Deine Freiheit endet hier! Bist du sicher, dass du nicht zu schwach für mich bist? Wenn du mir in die Quere kommst, nehme ich keine Rücksicht. Mach nicht möglich, das ist kein Problem. Ich muss jetzt Rasengan spammen. Naruto, du tänzelst immer umher und sagst, dass du Hokage sein wirst. Wollen wir mal sehen, wie du jetzt tanzt? Was? Was daneben? Kleine Gören denken, das Leben wäre so leicht. Darum reden sie ständig von ihren dummen Träumen und geben. Warum kann ich jetzt noch nicht das Rasengan? Das macht keinen Sinn. Nicht verlieren. Ganz egal, was kommt. Dein Anblick allein macht mich schon sauer. Zeit, dir das Maul zu stopfen. Hast du Angst vor mir? Warum sollte ich Angst vor dir haben? Du kannst angeben, so viel du willst. Du bleibst ein niedlicher kleiner Genin. Kinder wissen nie, wann es Zeit ist, aufzugeben. Und die Naruto Uzumaki. Rendan? Ich werde auf keinen Fall sterben. Was ist ein Uzumaki-Render? Ich weiß es nicht mehr. So lange kein Naruto mehr gespielt. Aber die Story von Naruto kennt man ja so im Prinzip auch ganz gut. Auch wenn ich sinnlose, zu kurze Zusammenfassungen gebe von dem, was da steht. Kinder sollten einfach weglaufen. Es reicht.
Hör auf! Lass mich! Hau ab! Mach dir um mich keine Sorgen. Bevor ich Hokage bin, werde ich auf gar keinen Fall sterben! Tsunade rührte diese Leidenschaft und so brachte sie die Kraft auf, wieder zu kämpfen. Orochimaru und Kabuto wurden im Kampf zwischen den drei legendären Sannin verwundet und mussten sich wohl oder übel zurückziehen. Da ist der nächste Kampf, okay. Mal sehen, wie ich das auf die Schnelle zusammenfassen werde. Naja, Tsunade hat den Posten des 5. Hokage gewonnen. Tsunade hatte auch Rock Lee operiert, auch wenn was nahezu möglich war. Jetzt musste sich Rock Lee entscheiden, ob er die Operation annehmen wollte. Denn bei dem Kampf hat er sich sowohl Arm als auch Bein gebrochen. Und noch viel mehr. Ebenfalls war dann Sasuke im Krankenhaus und er wollte unbedingt stärker werden. Und das Jutsu, das ihm beigebracht worden ist, also Naruto, war so viel stärker als das Chidori, daraufhin wurde Sasuke sauer. Und die Uto-Ninja kamen dann im genau richtigen Zeitpunkt und haben ihnen Macht angeboten, wohin Sasuke nicht widerstehen konnte. Und dann wurde Shikamaru damit beauftragt, Sasuke wieder zurück ins Dorf zu holen. Sie legten eine Pause ein, um ihn in ein verfluchtes Fass zu packen. Shikamaru trommelte seine Leute zusammen, um dann gegen die Otto-Ninja zu kämpfen. Und es war ein harter Kampf. Und dann war da noch Kimimaru, der nicht zum Otto-Quartett gehört, da irgendwie spät aufgetaucht ist. Und das alles im Blick behalten sollte, während Naruto sich mit Kimimaru prügelt. Oh nein, die Geheimpillen. Geheime Pillen. Okay, 1, 2, 3, 4, okay. 4 Sachen sind noch mit meinem Dings. Jetzt kommt Rock Lee gegen. Dann kommt jetzt Rock Lee dazwischen. Gerade als würdige 5. Hokage gelang Konoha ein Neuanfang. Allerdings tauchten schon bald neue Probleme am Horizont auf. Sasuke fiel auf die Einladung des Oto-Quintetts herein, Untergebenen von Orochimaru, und verließ das Dorf. Naruto folgte Sasuke mit einigen Shinobi, gegen die er bei der Shonen-Auswahlprüfung angetreten war. So kam es, dass Naruto nach schweren Kämpfen, in denen seine Kameraden fielen, schließlich den letzten des Oto-Quintetts erreichte. Orochimaru hatte Kimimaru ein Fluchmal verpasst. Er sah ihn als potenzielles Gefäß an. Doch Kimimaru steckte sich mit einer Krankheit an, was ihn uninteressant machte. Jedoch verehrte Kimimaru seinen Meister derart, dass er bereit war, sein Leben im Kampf zu geben, um seinem Meister Sasuke zu beschaffen. Ich werde nicht zulassen, dass du dir Sasuke holst! Ich bereite dir ein schnelles Ende. Für eine 15-Treffer-Kombo aus, ja, okay. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wieso, um alles in der Welt, diese kleinen Zwischenteile kommen, wenn sowieso jetzt im Endeffekt eine komplette Zusammenfassung kommt von dem. Bevor sein Körper verfällt, muss er einen starken, frischen Körper als neues Gefäß. So.
Im Ernst, wozu muss kommen diese ganzen kleinen Dinger? Diese kleinen Zwischensachen. Diese kleinen Zwischensequenzen, wenn man sowieso alles erfährt im Kampf. Gegen Aru war noch war irgendwie einfacher. Ha, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt mittlerweile seit knapp einer Stunde spiele und somit wieder gut reinkomme. Noch nicht weiß, wahrscheinlich nicht gut genug, um wieder online zu kämpfen, aber ja, Online-Kämpfe kommen vielleicht auch noch. Da brach plötzlich Sasuke aus einem Sarg, den das Oto-Quintett transportiert hatte. Er war in einem sehr seltsamen Zustand. Naruto war überrascht, aber auch froh, Sasuke wiederzusehen. Sasuke lief jedoch einfach davon, ohne seinem Freund Naruto weiter Beachtung zu schenken. Naruto kämpfte hartnäckig und gelangte in Bedrängnis, aber zum Glück kam ihm Rock Lee zur Hilfe. Buschige Augenbraue! Wie... Ich bin okay, Naruto! Schnapp dir Sasuke! Ich werde ihn besiegen! Versprochen! Hey, was soll das? Geh schon! Ja, er gehört ganz dir! Lee übernahm für ihn im Kampf, sodass Naruto Sasuke folgen konnte. Genau. Soll ich das auf... Ja, eigentlich... Ja, gut, kann man machen. Es war doch schon sehr herzerwärmend, dass dann Rock Lee noch entsprechend kam. So. Ah, der erste Kampf und dann wird das wahrscheinlich der Endkampf, wo man gegen Sasuke kämpft als Boss. Genau. Tag des Abschieds. Sehr schön. Oder auch nicht. Und so kam er ins Tal des Endes. Genau in jenes Tal, wo die beiden Shinobi, die Konoha gründeten, vor langer Zeit einmal gekämpft hatten. Hier sollten sich Naruto und Sasuke gegenüberstehen. Um seinen Freund und nun auch Rivalen zu retten, versuchte Naruto verzweifelt, Sasuke an der Flucht zu hindern. Um die Kraft für den Sieg über seinen Bruder Itachi zu erlangen, hatte sich Sasuke Orochimaru schweren Herzens hingegeben, in dem Wissen, dass er als Gefäß dienen würde. Naruto wollte seinem Freund helfen, während Sasuke all seine Freunde hinter sich ließ. Beide standen fest zu ihren Überzeugungen. Keiner wich von seinem Standpunkt ab. Und es kam zum entscheidenden Kampf. Warum, Sasuke? Warum? Wie konnte es nur so weit kommen? Ich verstehe das nicht! Ich gehe meinen eigenen Weg. Niemand sagt mir, welchen Pfad ich wählen soll. Gibt's da noch eine dritte? Nö. Naja, schweren Herzens war es jetzt nicht wirklich. Sasuke war zu dem Zeitpunkt eigentlich so mehr, so ist mir eigentlich alles egal, Hauptsache ich bekomme Macht, deswegen nimm ruhig meinen Körper. Warte mal, was waren nochmal die Voraussetzungen? Dann habe ich unbewusst nochmal das Richtige gemacht. So, Ninjutsu dreimal treffen. Nicht, denn nicht mehr als dein Freund? Ich weiß, dass wir nie darüber gesprochen haben. Ich habe uns immer als Freunde gesehen. Oh, weicht einfach aus. Ich war wohl das war frech. Ey. Du, ich weiß nicht, wieso.
Okay. Das geht so ja nicht. Also zart wie, aber nein. Ich gehe zu Orochi. Hallo? So. Eigentlich wollte ich ein Menü zu machen. Dieser Irre. Er will doch nur. Er. Als Gefäß für sich selbst missbrauchen. Du kommst vielleicht nie wieder zurück. Rasengan, so etwa ich sehe einfach ablos zu, wie du dahin marschierst. Jetzt zählen nur noch. Ich mach meine eigenen Ziele. Das kannst du nicht tun. Auf keinen Fall. Ich hol dich mit Gewalt zurück, wenn es sein muss. Oha, da hat er schon den Vogel. Okay, jetzt hört sollte mal auf, wenn die ganze Zeit rumzuspielen. Nicht mehr als dein Freund? Ich weiß, dass wir nie darüber gesprochen haben. Da kannst du mal aufhören, die ganze Zeit nach hinten so wegzuspringen. Uns immer als Freunde gesehen. Ich schätze, ich war wohl der Einzige, so, der so empfunden hat. Er ist alt, das ging ja gar nicht. Oh. Wieso würdest du so weit für mich gehen? Weil ich mich endlich mit jemandem verbunden fühle. Und deshalb muss ich dich unter allen Umständen aufhalten. Naruto setzte das Chakra des neunschwänzigen Fuchsgeistes ein, während Sasuke sein Fluchmal aktivierte und seine zweite Stufe erweckte. Bringen wir das zu Ende. Und damit all unsere bisherigen Kämpfe! Naruto! Sasuke! In einem Kampf, der all ihre Kraft erforderte, traf Rasengan auf Chidori. Es war an der Zeit, ihr zähes Ringen zu beenden. Aber Narutos Gefühle drangen nicht zu sehr. Eieiei. Und er brach ohnmächtig vor Sasukes Füßen zusammen. Doch Sasuke beschloss, Naruto zu verschonen. Er machte sich auf die Suche nach einer anderen Kraft. Einer Kraft, die der seines Bruders weit überlegen sein sollte. Und so scheiterte der Versuch, Sasuke zu retten. Der Kampf zwischen zwei Freunden, die unterschiedlichen Pfaden folgten, ging weiter. Wie ein Fluss ohne Ende, ebenso unaufhaltsam und erbarmungslos. Dann frage ich mich doch tatsächlich, was... Oh, jetzt sage ich nicht falsch, egal. Dann frage ich mich doch tatsächlich... was der letzte Kampf ist, muss ich sagen. Hey, es ist schwierig tatsächlich, aber tatsächlich eine Familienbande. Freundschaften, tatsächlich Freunde kommen und gehen. Familie bleibt, aber damit meine ich nicht die blutsverwandte Familie, sondern das können auch Freunde sein, die so stark Freunde sind, dass sie zu Familien werden. Also sind eindeutig Familien besser. Ja, das war schon der letzte Kampf. Ha. So. So, Sasuke hörte zum ersten Mal von Mangekyouga Sharingan. Dafür musste er seinen engsten Freund töten. Allerdings sah er Naruto noch nicht so seinen engsten Freund und nahm ihn deswegen noch nicht das Leben, weil er noch nicht so viel starke Gefühle hatte. Und er folgte Itachis Pfad auf dem Weg in die Dunkelheit, um das Mangekyouga Sharingan zu bekommen. Die Abreise. Nachdem Naruto von Sasuke besiegt worden ist und er gehört hat, dass er das Dorf verlassen hat von seinem Freund Jiraiya, bat er Jiraiya, ihn zu trainieren, damit er eines Tages Sasuke aus dem Hängen von Orochimaru wieder bekommen kann. So,
Ja, die ersten beiden Kapitel sind so ungefähr die 500 ersten Folgen von Naruto Classic. In relativ sehr kurz. Hier habe ich aber alle Kämpfe mit S-Rang abgeschlossen. Yay! Aber da gab es auch keinen Boss. Gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Session. Ich teile das ja sowieso auf in ein paar Teilparts. Würde ich sagen, tschüss, hauen Sie rein, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Naruto to Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Bis dahin. Tschüss und tüdelü.